Meine lieben verstrahlten Ödländer da draußen, seid gegrüßt und wie immer herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter und haben in der letzten Folge ja schon fleißig ermittelt. Und jetzt sind wir hier in diesem komischen Raum mit den zwei Herrschaften. Ich quatsch den mal zuerst an, hier, den Herrn Bomb. Und wir gucken mal, was er so zu erzählen hat. Ein stämmiger, bärtiger Typ, den du unter dem Namen Bomb kennst, lächelt und erhebt seine haarige Hand zur Begrüßung. Hey, Herr Detektiv, was machst du hier, Großer? Ich bewache Curtis, unseren Boss. Er ist ein gerissener Kerl, deshalb sind sein Leben und seine Gesundheit in ständiger Gefahr. Wenn er abgelenkt wird und vergisst, seine Umgebung genau zu beobachten, weiß nur Gott, was für schreckliche Sachen ihm zustoßen. Ich bin hier, um besagtes Beobachten zu übernehmen. Ah, ja. Hast du einen nützlichen Ratschlag für mich? Den gleichen Rat, den ich allen Neuankömmlingen gebe. Besorg dir ein Ticket nach Hause, so schnell wie möglich. Aber wenn du dich entscheidest zu bleiben, zieh in den Untergrund. Die Strahlung ist hier unten schwächer und es gibt keine Staubstürme. Es gibt zwar Monster, Gangster, Verrückte, instabile Bauten, instabile, verbaute, versteckte Fallen und ein Haufen anderer Gefahren. Aber du kannst zumindest versuchen, diese zu vermeiden. Wenn du auf der Oberfläche in einen Staubsturm gerätst, wird dich keine der deiner besonderen Fähigkeiten retten. Okay, was denkst du über diesen irren Killer, den Blutspecht? Der Typ ist einfach nur krank, abgesehen von seinen Opfern, obwohl man sie wirklich nicht vergessen sollte. Man muss ihn wirklich bemitleiden. Menschen verwandeln sich nicht ohne Grund in Wahnsinnige und es liegt nicht sicher nicht an einem Überschuss an Fröhlichkeit. Das ist zumindest meine Meinung. Okay. So, Curtis. Curtis sitzt hinter einem großen Schreibtisch, der wahrscheinlich aus der Stadtbibliothek stammt, vielleicht aber auch aus dem Büro des Parteibonzen. Der Stationsleiter legt seine Hände übereinander und nickt dir zu. Schon Fortschritt beim Fall? Sag mir, was du über den Blutspecht weißt. Der verschissene Wahnsinnige führt uns an der Nase herum und hält uns zum Narren. Er denkt wahrscheinlich, wir sind ein hilfloser Haufen Vollidioten. Bedeutsames Schweigen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir haben wenig Informationen über ihn. Intellekt. Habt ihr versucht, Fingerabdrücke an den Tatorten zu sammeln? Daktyloskopie ist nicht gerade die neueste Technologie, weißt du? Wir haben alles versucht. Wir haben sogar versucht, die Fingerabdrücke der Stalker zu nehmen, um sie mit denen des Blutspechs zu vergleichen. Aber alles vergeblich. Jemand, vielleicht der Verrückte selbst, verbreitete das Gerücht, dass wir einfach einen zufälligen Satz Fingerabdrücke nehmen und alles einem Unglücksraben in die Schuhe schieben würden. Also meldeten sich nur ein paar Leute freiwillig. Okay. Und sie zu zwingen, ihre Fingerabdrücke abzugeben? Nun, sagen wir einfach, das wird hier nicht funktionieren. Okay. Wie lange ist der Woodpecker schon aktiv? Es ist ein paar Monate her, seit wir die erste Leiche entdeckt haben, aber wir wissen nicht wirklich, wie lange er schon aktiv ist. Menschen in Dead City kommen und gehen und einige von ihnen krepieren an einer Strahlungsvergiftung. Ah ja. Wie viele Opfer gibt es? Hat es Überlebende gegeben? Zum jetzigen Zeitpunkt hat der Blutspecht mindestens 20 Menschen getötet, aber die wahre Zahl könnte viel höher sein. Bisher gibt es keine bekannten Überlebenden. Die Mordwaffe, was ist damit? Ist es ein Messer? Es sieht so aus, als ob er ein Messer benutzt, um seine Opfer zu foltern. Es wurde spekuliert, dass er seine Ziele nicht direkt tötet, sondern sie zuerst foltert, dann ihren Schädel durchbohrt und sie zum Sterben zurücklässt. Wenn das wahr ist, ist es absoluter Wahnsinn. Oh, oh, oh. Okay. Curtis öffnet eine seiner Schreibtischschubladen, blickt kurz auf die Wodkaflasche darin, seufzt und nickt dir zu. Wer hat dir die Verantwortung für diese Operation übertragen? Niemand. Jemand musste einspringen. Verstehe, du hast eine Gelegenheit gesehen und hast sie ergriffen. Was soll's? Früher oder später musste es getan werden. Jemand musste es tun. Die meisten der Stalker sind nur Drückeberger und Querulanten. Aber einige von ihnen sind wirklich ernsthafte Leute. Gemeinsam haben wir eine Art Ordnung in der Gemeinschaft geschaffen. Okay. Fragen stellen. Irgendwelche Gerüchte.
Ich habe gehört, dass einige Stalker vor kurzem auf das legendäre Monster Kukisch gestoßen und nur knapp mit dem Leben davongekommen sind. Aber in Anbetracht aller der Geschichten, die ich über die Bestie gehört habe, denke ich, dass sie lügen. Richtig? Es kann nicht so einfach sein, einem solchen Monster zu entkommen. Klingt in der Tat dubios, ja. Okay, wir hauen mal ab. Okay. Was haben wir denn hier hinten noch? Oha. Klack. Kabel. Sehr interessanter Ort hier. Ein gut gebauter Mann von gemeißelter Statur, der um die 40 aussieht, grüßt dich mit einem Lächeln und einem Nicken. Du merkst schnell, dass er irgendwie merkwürdig aussieht. Vielleicht liegt es an seinem Blick? Dieser riesige Kerl, der sich leicht als Söldner oder Bandit entpuppen kann, schaut dich mit einem Gefühl kindlichen Vergnügens an. Kindlichen Vergnügens und Unschuld an, das dich an ein Foto von Albert Einstein erinnert, das du als Teenager in einem Lehrbuch gesehen hast. Dann beginnt der Mann zu reden und sein Tonfall beweist schnell, dass er in der Tat ziemlich außergewöhnlich und exzentrisch ist. Excelsior, hallo lieber Mitmensch, mein Name ist Professor Wodkin und wer bist du? Sag bloß nicht, dass du auch ein Stalker bist. Ich bin der Gesetzeshüter des Ödlands. Der Professor sieht einen Moment lang etwas verwirrt aus. Wunderbar, das Ödland braucht auf jeden Fall mehr Leute wie dich. Nun, wie kann ich dir helfen, Genosse Gesetzeshüter? Kann ich das überhaupt? Weil, naja, weil ich keine Arbeit anbiete, nichts verkaufe und einfach nur hier lebe. Damit hat's sich. Du lebst also hier? Warum denn das? Du bist doch kein Stalker. Professor Wodkin seufzt und schaut zu Boden. Ja, nein, bin ich nicht. Ich wurde aus meiner Heimatstadt von der Trudogard-Elite ausgestoßen. Sie führten Durchsuchungen in meinem Labor durch, verhängten Geldstrafen und erniedrigten mich öffentlich. Ich musste fliehen. Ich schwöre, die Bestien, die Kopernikus auf dem Scheiterhaufen verbrannt haben, die befohlen haben, Galileis Füße abzuschneiden, die Da Vinci an die fleischfressenden Insekten verfüttert haben. Sie haben irgendwie ein Rezept für Unsterblichkeit gefunden und herrschen immer noch über uns ehrliche Wissenschaftler. Ja, interessant. Oh nein, ich bin nicht bereit, Zeit mit nutzlosen Geplauder zu verbringen, denn ich führe gerade ein lebensverändertes Experiment durch. Wo ist dieses Experiment? Warum sieht es so aus, als würde ich nichts tun? Alles gute Fragen, aber ich werde dir die Antwort nicht verraten. Denn, wenn ich das mache, wirst du daraus ableiten, dass es gar kein Experiment gibt und ich einfach nur nicht mit dir reden will. Was? Na schön, ich kann dich auch nicht leiden. Schönen Tag noch. Ja, okay. Ein ganz komischer Kerl. Turban. Wir gehen einfach mal weiter. Guck mal, hier ist eine Frau. Eine geheimnisvolle Frau in Rot begrüßt dich mit einem gekünstelten Lächeln und einer kaum wahrnehmbaren Neigung des Kopfes. Sie stützt ihre Fingerspitzen auf deine Schulter und schaut dir tief in die Augen. Vermutlich zufrieden mit dem, was sie sieht, wendet sich die Frau an dich. Willkommen in meinem Handelshaus, Fremder. Komisch, ich hatte hier einen unrasierten Stalker erwartet. Manchmal enttäuscht das Leben selbst die erfahrensten Menschen. Ich bin selbst kein Stalker, aber ich mache regelmäßig Geschäfte mit ihnen. Mit einigen davon jedenfalls. Die Gegenstände, an denen ich interessiert bin, sind recht selten, aber ich bin bereit, einen guten Preis zu zahlen. Oh, wir haben uns gerade übergeben. Bist du ein Drogendealer oder sowas? Nein, 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 das hast du falsch verstanden. Ich bin nicht an illegalen Waren interessiert. Im Gegenteil, ich bin an Gegenständen interessiert, die man auf keiner Verbotsliste findet. Ich bin eine Händlerin von Artefakten. Weißt du, wovon ich spreche? Ja, das habe ich schon mal gehört. Die Frau denkt eine Minute lang über deine Antwort nach. Als sie schließlich wieder zu sprechen beginnt, tut sie dies sehr langsam.
als ob sie über jedes Wort nachdenkt. Alles in unserer Welt kann irgendwie erklärt werden. Alles hat seine eigene innere Logik. Oft wissen wir, warum bestimmte Dinge passiert sind, und manchmal können wir eine fundierte Vermutung anstellen. Aber manchmal passieren Dinge, die man nicht erklären kann. Zum Beispiel Gegenstände, die nicht existieren sollten. Ich nenne solche Gegenstände Artefakte. Okay. Okay, gib mir ein Beispiel eines Artefakts. Vor langer, langer Zeit suchte eine junge Frau Schutz vor dem Regen unter einem Heuhaufen. Der Regen fiel weiter und sie schlief bald ein. Als sie sich im Schlaf umdrehte, wurde sie von einem Stich geweckt. Sie war von einer Nähnadel gestochen worden. Die Nadel war durch ein Band gefädelt, auf dem der Name der Frau gestickt war. Kein weiterer Kontext, keine zusätzlichen Informationen, nur die Nadel im Heuhaufen. Ein Band mit einem Namen darauf und sonst nichts. Das nächstgelegene Dorf war längst verlassen. Ein verrückter Zufall? Und was ist dann passiert? Die Frau verstaute die Nadel in ihrer Tasche und nahm sie mit. Am nächsten Morgen wachte sie durch einen weiteren Stich auf. Die Nadel war wieder in ihrem Bett aufgetaucht. Von diesem Tag an passierte jede Nacht das Gleiche, es sei denn, es war jemand anderes anwesend. In diesen Fällen blieb die Nadel an Ort und Stelle. Etwas so Einfaches wie eine funktionierende Kamera hätte ein Zeuge sein können. All das könnte als Schlafwandeln oder Vergesslichkeit erklärt werden, aber die Nadel bewegte sich, auch wenn die Hände und Füße der Frau gefesselt waren. Ich nehme mal an, die Frau in dieser Geschichte bist du. Wie kommst du darauf? Nein, die Geschichte handelt nicht von mir. Es ist nur eine kuriose Anekdote aus dem Reich der Artefakte. Ah ja, in dieser Welt ist alles möglich. Die Frau nickt zustimmend und beobachtet dich genau. Hör zu, ich werde dir etwas sagen. Was ich allen hiesigen Stalkern sage: Wenn du auf deinen Reisen auf ein Artefakt stößt, bring es zu mir. Ich mache dir einen besseren Preis als jeder andere Händler im Ödland. Okay. Woher weiß ich, für welche Objekte du dich interessierst? Sagen wir einfach, du wirst ein Gespür dafür haben. Es sollte offensichtlich sein. Ausnahmen sind eher selten. Okay. Wo sollte ich nach solchen Artefakten Ausschau halten? Hast du irgendwelche Tipps für mich? Leider kann ich dir da nicht weiterhelfen. Diese Gegenstände sind schließlich ganz besonders. Ah ja. Was machst du mit diesen Artefakten? Verkaufst du sie weiter? Naja, das könnte man so sagen, ja. Wer kauft sie? Ich meine, wenn es dir erlaubt ist, solche Informationen preiszugeben. Nein, tut mir leid. Okay. Danke für die Lektion. Da habe ich jetzt sicher was, worüber ich nachdenken kann. Das Nachdenken über Dinge und die Aktivität des Gehirns im Allgemeinen helfen, dem frühen Ausbruch von Alzheimer vorzubeugen. Brauchst mir nicht zu danken. Ich muss meine Sachen durchforsten. Vielleicht finde ich ja was Interessantes für dich. Ich muss dich warnen. Ich möchte nicht nur ein Objekt von dir kaufen, sondern ich möchte die Geschichte wissen, wie du darauf gestoßen bist. Das ist sehr wichtig. Denk auch hieran. Indem du mir die Geschichte erzählst, stimmst du automatisch zu, das Artefakt zu übergeben. Okay. Ich sehe hier nichts Besonderes. Ich werde nach etwas anderem suchen. Okay, warte mal. Ja, okay. Wir haben nichts für sie. Schade. Aber interessant. Richtig interessant. Ein schwarzhaariger Mann in den 40ern blätternd in einem zerfledderten Taschenbuch. Als du näher kommst, bleibt er stehen und schenkt dir ein freundliches, wenn auch schelmisches Lächeln. Ein seltener Anblick unter den mürrischen Einheimischen. Sei gegrüßt, Schätzchen. Goscha der Drache ist so froh, dich zu sehen. Rosige Wangen, noch nicht gebrochen von der bedrückenden Atmosphäre, in der wir hier leben. Ich würde mich sehr freuen, mich mit jemandem wie dir zu unterhalten oder dir sogar eine wichtige Aufgabe anzuvertrauen. Der Mann breitet seine Arme aus, so als ob er versuchte, die ganze Welt zu umarmen. Hi, es kann nicht schaden, sich etwas zu unterhalten. Würdest du mir ein paar Fragen beantworten? Nur zu, aber bitte nicht allzu viele, okay? Davon bekomme ich immer Kopfschmerzen. Warum nennt man dich den Drachen? Der Mann grinst. Ha! Definitiv nicht, weil ich ein blutrünstiges Monster bin, das nur seine ergaunerten Schätze liebt und darauf steht, kleine Babys und Stalker zu erschrecken. Ah! Okay. Was tust du hier? Goscha der Drache lacht und steckt seine Hand aus, um dein Haar zu zersausen, als wärst du ein Kind, das etwas Dummes gesagt hat. Leider bist du nicht schnell genug, um seine sanfte Hand davon abzuhalten. Oh, nichts großartig, Schätzing. Ich tue nur mein Bestes, um zu überleben. Gott hat mich mit einem großen Herzen gesegnet, weißt du? Also habe ich meinen Bruder und meine Neffen geholfen und viele andere Leben.
Ich denke überhaupt nicht an mich. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich dieses Vermögen gemacht habe. Kannst du das glauben? Nein. Und das zu Recht. Gut gemacht. Irgendwelche interessanten Gerüchte? Hast du riesige Ameisen gesehen? Oder riesige Wespen? Die Schildkröten sind in manchen Gegenden auch ziemlich groß geworden. In der Taverne war ein Mann mit seinem Sohn, der schwor, dass sie früher sogar auf ihn geritten sind. Meine Güte! Was kannst du mir über die Haltestelle erzählen? Es ist ein guter Ort und sicher. Wenn ich nach einer Woche hier in meiner Höhle in die Stadt gehe, um meiner armen Familie Geld zu bringen, habe ich Angst. Ich schaue ständig über meine Schulter und warte geradezu darauf, bis mir eine verpasst. Okay. Erinnerst du dich an die Aufgabe, die du mir gegeben hast? Gosha legt eine Hand auf deine Schulter. Die Aufgabe ist ziemlich simpel. Ich zahle 300 Rubel und gebe dir auch was zu futtern. Du musst nur diese Nachricht an meinen Bruder Zorzig Ratschikan übermitteln. Der Mann fuchtelt mit einer Seite aus seinem Notizbuch, auf die drei Worte gekritzelt sind. Es war dumm genug, sich in die Reihen der Plünderer einzureihen, einer Gang von lokalen Kriminellen. Jetzt ist er in ihrer Basis, wo ein ehrlicher Stalker nicht hingehen kann. Aber ich werde nicht aufgeben, bis ich ihn zur Rückkehr überredet habe. Okay, falls ich die Brüder Plündererbasis hier finden sollte, werde ich deinem Bruder die Nachricht überbringen. Gute Wahl, Schätzchen, hier bitte. Du findest die Plünderer an diesem Ort. Der Mann reicht dir das zerknitterte Blatt Papier und nimmt deine Karte aus dem Rucksack, in dem sie steckt. Er zeigt dir selbstbewusst den Ort. Hier ist es, aber es hat nicht viel Sinn, sich in ihrer Basis von der Oberfläche aus zu nähern. Ihre Waffen sind zu faul, um zwischen anständigen und weniger anständigen Kerlen zu unterscheiden. Aber ich glaube, du wirst einen Weg hineinfinden. Alles klar. Gut. Neue Aufgabe. Der junge Arzt. Ah ja, der Arzt. Okay. Hilf mir, Doc. Warum nimmst du für das, was du tust, kein Geld? In diesen Gegenden trinkt man sehr gerne mal einen über den Durst. Und wenn unsere ordentlichen Barkeeper der Schnaps ausgeht, verkaufe ich das, was ich nicht verbrauche, für den dreifachen Preis, den ich für medizinische Betreuung verlangen würde. Du Fuchs? Ah ja. Gut. Dann klaue ich ihm das jetzt, wenn er das nicht braucht. Danke. So, warte mal. Uns geht's ja nicht so gut. Wir sind ein bisschen verstrahlt. Ich könnte hier Afrophenum benutzen. Ich mach das mal. So, jetzt geht's uns besser. Altpapier. Ja, und hier war die Kneipe, ne? Stanislav Usorod. Was führt dich her, Boss? Ah ja, das war der Händler. Jerky, ja, kennen wir auch schon. Fancy Pants. Hallo Kleiner, suchst du den Serienmörder? Dann mach das. Wer bist du, Großer? Nenn mich Rabbit, Kumpel. Man nennt mich so, weil ich auf Hasenfleisch stehe. Und auf Englisch klingt das wohl cooler. Für mich ist das okay, musst du wissen. Andere Fleischsorten kann ich nicht ausstehen. Schwein, Rind, Dosenfleisch, irgendwelches undefinierbares Fleisch. Da esse ich lieber trockene Cracker, bevor ich mir sowas zu Gemüte führe. Ja. Seltsame kleine Angewohnheit, oder? Irgendwelche Gerüchte in der Luft? Es gibt viele Gerüchte. Ich bevorzuge die über den Blutspech, diesen Serienmörder. Wird ihn bald jemand schnappen oder doch nicht? Okay. Gut, wir gehen mal hier lang. Hier geht's da lang. Jo. Ja, stimmt. Hier ist die Leichenhalle. Da waren wir schon.
Mal gucken, wo es hier hingeht. Ich habe keine Ahnung. Okay. Das ist ja geil. Oh. Eine Gang von Banditen will an deine Habseligkeiten und Typenscheine es ziemlich ernst zu meinen. Versuchen zu entkommen. Hat geklappt. Gut, dann machen wir hier erstmal eine Schnellspeicherung. So, dann gehen wir mal hier lang. Alter, ist das interessant, ne? Sind wir hier mitten unter der Erde? Oh. Du findest dich inmitten einer sehr seltsamen Begebenheit wieder. Zwei Ratten unterhalten sich miteinander. Was? Näher untersuchen, das will ich wissen. Was ist da los? Ah. Okay. Jo. Schieß mir nicht in den Rücken, bitte. Ey. Aua. Sehr gut. Ich gehe mal hier hin. Ich lasse die Jungs das mal machen. Können auch mal was tun. Bap, 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 bap. Sehr gut. Bumm. 307 Erfahrungspunkte. Vielen Dank. 10 Fleisch, Alter. Sehr gut. Ja gut, sind auch dicke Ratten, ne? Darf man nicht vergessen. Das gefällt mir. So, aber jetzt werde ich erstmal versuchen, uns hier ein bisschen zu heilen. Oder kann ich hier rasten? Nee, ne? Rasten geht nicht. Schade. Eben irgendwas essen hier. Guck mal, Dosenfleisch. Yummy, yummy, yummy. So, wie sieht's bei Fiedel aus? Hat der was zu futtern? Na, nee, nicht wirklich. Hexogen hat auch nichts, ne? Hm. Das ist doof. Wenn jetzt irgendwas passiert. Ah. Warte mal, was ist das? Kondensmilch. Ah, hier, Kartoffel. Ablegen. Fiedel. So, kann er die jetzt essen? Ah, nee, kann er nicht. Die müssen wir wahrscheinlich kochen, ne? Ah, doof. Pökelfleisch, das ist aber gut. Das können die essen. So, pass mal auf. So. Sehr gut. Was haben wir noch? Seil. Oh, hier. Kohlkopf. Zack. Einmal für Hexogen. Zack. Oh, 10 Punkte. Das ist aber nicht schlecht. So, und er hat keine zweite Dingens, ne? Da machen wir jetzt mal ein Gewehr rein. Ja. So. Wie sieht's bei Fiedel aus? Hat der einen zweiten Slot? Ja, sehr gut. Okay. Einmal schnell speichern. Gehen wir mal eben hier ein bisschen erkunden. Vielleicht finden wir ja noch was. Boah, das gefällt mir richtig gut. Ne? Ich mag ja diesen Untergrundscheiß. Hier quasi unter der Erde erkunden. Voll gut. Muss nur mal eben gucken, wo das hier hinführt. Sind wir hier oben irgendwo? Okay,
Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Kann das sein? Er kommt von der anderen Seite. Okay. Interessant. Ja, wir sind im Kreis gelaufen. Aber hier geht's raus. Guck mal. Gehen wir hier raus. Passt schon. Zack. Aber jetzt kann ich rasten. Guck mal. Fleischbraten. So. Alle wieder fit und gesund. So mag ich das. Jetzt muss ich nur den Ausgang finden hier. Guck mal, hier steht sogar was. Leere Dose. Okay, nichts drin. Ah, da auch nicht. Schade. Ah ja, hier geht's wieder raus. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Eine Gruppe Dämonen attackiert dich. Du solltest dir schnell was überlegen, sonst wirst du in Stücke gerissen und in die lodernden Flammen der Hölle verschleppt. Angreifen! Sag mal, du keine Angst hier vor so ein paar Dämonen. Oder vielleicht doch? Ih, was sind das für Viecher? Ist ja ekelhaft. Holy shit. Das ist gar nicht gut. Ja, das ist überhaupt nicht gut. Ei. Ja, die können viel ab. Oh, oh. Teufelsechse, okay. Scheiße. Was zur Hölle? Das Vieh kann Feuer spucken. Freunde, habt ihr das gesehen? Scheiße. Ich möchte hier weg. Ich will hier nicht sein. Kann ich hier abhauen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte lass mich hier abhauen können. Das ist schon wieder so ein Vieh. Oh, oh. Nicht gut. Hier ist der Ausgang, okay. Aber das geht hier auch gar nicht weiter, ne? Nee.
Guck mal, die Basis ist da. Huch. Scheiße. Wollte ich gar nicht. Die Frage ist, wie wir da hinkommen. Ist voll das Labyrinth hier unten. Da müssen wir gleich mal gucken. Ja, hier sind die Züge im Weg, ne? Deswegen kommen wir da auch nicht hin. Okay. Ratten, okay. Ratten wollen kämpfen, sollen sie herkommen. Na, wo sind sie? Da. Okay. Dann kommt mal her, ihr Kackviecher. So. Zack. Ja, es sind ein paar mehr. Hey. So, ein Stück zurück. Aua. Oh oh. So, ein viel weniger. Sehr gut. Jawohl. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Los, hau drauf. Na, geht doch. Mensch, Männers. So, wieder Fleisch, das ist gut. Schalten wir mal eben um hier auf Scanner. So, hier ist auch noch eine. Oh, guck mal. Dings ist fast down. Okay. Aber ich glaube, wir können jetzt gehen, oder? Hier ist nichts mehr. Ne. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ich hätte ja gern mal gewusst, wie man da unten hinkommt.
Vielleicht muss ich in die andere Richtung weitergehen. Könnte auch sein, ne? Okay, hier geht das schon mal nicht. Aber hier geht das. Ha! Klasse. Ja, 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 ja. Guck mal. Geil. Gut, wir machen hier ein kleines Päuschen. Machen uns mal eben wieder frisch. Schön lecker Fleisch, jawohl. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, speichern wir hier. Und in der nächsten Folge gucken wir uns mal die Plünderer-Dings da an. Die Plünderer-Basis. Und versuchen mal die Quest abzuschließen. Ich freue mich schon drauf. Meine lieben Freunde, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Viel Spaß beim selber zocken. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, tschö mit Ö.